Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar spielen wir heute meinen Kul'Tiraner wieder ein wenig weiter. Mittlerweile bin ich Stufe 42 und wir basteln wieder ein bisschen über Dungeons hoch. Und ja, wir haben wieder eine volle Gruppe hier auch am Start mit Leuten aus dem Stream. Und wir hoffen mal, dass wir in eine gescheite Inni reinkommen und nicht in Düsterbruch, aber ich glaube. Ach, Gott sei Dank. Ich glaube, einer ist noch zu low, dass wir Düsterbruch kommen. Also, ja. Eigentlich muss ich immer gucken, dass ich einen Lone einlade, dass wir nie Düsterbruch kommen können. So, jetzt muss ich nochmal den Trank hier schmeißen und den Timer anmachen, dass wir etwa so auf die Stunde kommen. Dass ich nicht vergesse, dass der Trank ausläuft, weil Blizzard hat es halt noch nicht hingebracht, quasi einen Timer auf den Trank zu machen, blöderweise. Warte mal, die nehmen wir noch mit, nicht, dass das schief geht. Einer kann ja schon mal vorlaufen mit dem Ding. Oder auch nicht. Komm, wir laufen dir nach. Alle hinter mich! Ah! In das Feuer durch. Ah! Ah! Komm, egal, wenn man. YOLO! Kann ich da nicht chargen, wenn ich jetzt. Ah, fuck, jetzt haben die mich nochmal hintergeschossen, obwohl du die schon geedet hast, eigentlich. Mann, dieses Feuer grillt dich Alter. halt. Hi. Ja, früher konntest du da wenigstens noch direkt vorblinken, ne? Ja, ohne Eisblock ist das ein bisschen Selbstmord. Ja, das ist ein bisschen kacke, ne? Die haben mich dann Ich jetzt zweimal mit nochmal nach 50. hinten geschossen, die kacken Mobs. Oh, schade, das Zorn ist wieder gekippt und ich habe nichts gekriegt, so wie immer. Aber die Indie geht wenigstens einigermaßen zügig, ne? Ich bin gerade überlegen, könntest du den zweiten Boss hier auslassen? Würde das gehen? Also diesen Waffentypen? Weil der steht ja jetzt hier auch als Bonusboss drin. Theoretisch bräuchten wir den ja dann gar nicht. Das würde gehen. Dann lassen wir den doch aus, weil irgendwie Loot braucht ja eh keiner hier. Auf das bin ich jetzt noch nie gekommen, dass wir den hier auslassen hätten können. Vielleicht komplett durchlaufen, wenn wir gut sind. Mal gucken. Na, schauen wir mal. Ja, noch hauen sie zu. Oh, fuck, okay. Wollten wir ein bisschen zu schnell durch. Gut, dass ich geprehealed habe. Ja, gerade noch. Oh, ich habe diesmal registriert, dass ich ein Schild gekriegt habe und da nur eine Person hier ein Schild schmeißen kann. Ne? Ja, Schnitt. sowas muss man dann doch mal ansprechen. Danke für das Schild. Ich weiß das zu schätzen. Gibt der eine Menge EP? Bist du dir sicher? Ich glaube nicht, dass der eine Menge EP bringt, der Boss. Also du kriegst ja keine Bonus-EP mehr für irgendwas. Die können wir eigentlich skippen, die Kanoniere. Die brauchen wir nicht. Jetzt haben wir halt den einen Typen da noch. Also ich würde ihn jetzt nicht machen. Ich glaube nicht, dass der krasse EP bringt. Jetzt mal schauen, wie viel wir hier mitnehmen können. Müssen halt bloß schauen, dass wir die quasi die Schildtypen interrupten. Na, komm, wir gehen auf Nummer sicher. Wir machen die und dann machen wir die Schildtypen. Okay, ich wall mal. Oh. Ah, körperlicher Schaden um 80% erhöht. Das ist nicht so gut. Machen wir mal noch eine Wall rein. Oh, fuck. 100% und Jetzt habe ich kriege ich entwaffnet. 100%. Ihr müsst die töten. Brauchen Damage. Also wenn wir E-Mobs, okay, doch, du hast eine ganz lange Explosion. Ich sitze kurz. Ich pull die raus, die Mobs, ne? Könnt ihr Was draußen stehen bleiben? los? Ja, mach.
Was hast du gesagt? Ne, du hast es richtig gezogen. Gedankenexplosion bei vielen Mobs und Schinden beim Einzelnen. Ich hab gerade eigentlich eher die ganze Zeit Schilder verteilt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Kann man auch gebrauchen. Den einen müssen wir dann noch interrupten. Oder so, ja. Perfekt. Dings wäre noch cool, wenn wir ein bisschen Maraudern kommen, aber hier diese kurze, ne? Also das zweite, den zweiten Flügel, der geht halt auch richtig gut ab. Ja, du sparst dir halt so 1,5 Minuten wahrscheinlich, wenn du den einen Boss hier auslässt, ne? Diesen Waffenmeister, und der wirbelt halt ewig rum, dann kannst du nicht angreifen. Das hat schon ein bisschen Zeit, die du sparst. Kommst du halt hier in 5-6 Minuten durch die Ini durch, dann ist die sogar relativ gut im Vergleich zu anderen. Natürlich kommt nichts ans Verlies ran, ne? Eigentlich willst du halt schauen, dass du möglichst schnell durch die Instanz durchkommst, um den Abschluss zu triggern, weil der bringt halt die krasse EP, ne? Wenn ich jetzt hier gucke, 68.000, das ist halt schon ziemlich viel. Wenn die Mobs, die bringen halt hier alle nur ein paar K, und auch die Bosse bringen im Verhältnis nicht viel. So, bitte den richtigen Teil? Ah, nee, das ist nicht... der dritte. Ja, das ist der dritte Teil. Aber, ja, der ist auch okay. Da kannst du nämlich auch fast alles auslassen. Aber der Endboss ist ein bisschen nervig. Könnt ihr ganz links vorbei, dann addet ihr eigentlich die Hydra nicht. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Früher war das mal so, da haben diese Bonusbosse extrem viel EP gebracht, ne? Also da hast du für jeden Bonusboss, den du umgehauen hast, hast du auch hier in der Seite diese EP-Leiste gehabt, wie viel EP du kriegst, ne? Aber das haben die ja rausgenommen. Ja. Jetzt kriegst du ja für die Bosse und dem ganzen Zeug gar nichts mehr, leider. Finde ich ehrlich gesagt nicht gut, weil wenn du mehr machst, sollst du halt auch irgendwie belohnt werden für, ne? Genau. Aber gut. Ja, das ist schade. Naja, so ist es halt jetzt nun mal. Muss ich mal so hinnehmen. Ich bin außer Reichweite. Würde mich am liebsten auch eine bestimmte Instanz queuen und dann halt auch noch die Abschuss-EP kriegen, aber die gibt's ja leider auch nicht mehr. Ich muss näher ran. Hier können wir eigentlich auch direkt zum Endboss durchlaufen, ne? Also du musst gar nicht so viele Mobs machen. Das ist zu weit weg. Ich glaube, den Riesen da hinten können wir auch stehen lassen. Einfach direkt die Krokus, oder was sind das? Die Dinos müssen wir, glaube ich, machen. Und dann sind es noch 4 groß und dann kannst du schon Endboss machen. Also die geht eigentlich auch voll klar. Ja, nicht, nee, die wirst du nicht skippen können. Nee, das kannst du knicken da. Die addest du auf jeden Fall. Ja gut, hier sind noch ein paar kleine. Gut, die hätte ich jetzt vergessen. Mal schauen, wie lang es geht, dass ich hier... Na, die hauen schon gut rein. Und ich kriege ein 4. Mm. Wenn es nicht mehr mit der Heilung geht, dann sag's es. Aber ich versuche die jetzt gut einfach ein bisschen mitzuziehen. Den einen, komm her. Ah, shit, ich habe noch keinen Taunt ready jetzt. Bei Minute 6 sind wir hier rein, jetzt sind wir bei 8, also 2,5, wahrscheinlich so 4 Minuten, wenn es ganz gut läuft, 4-5 Minuten, geht die Innie eigentlich auch voll klar. Was ich bloß gesehen habe, wenn die Mobs in den Endboss-Kampf reinziehst, das kann ein bisschen eklig sein. Weil der Boss zieht dich halt komplett ran und CC't dich, und wenn die dir dann in den Rücken hauen, dann... Ja, das willst du nicht so wirklich. Wenn sie low sind, ziehst du mit rein, würde ich sagen. Das ist zu weit weg. Ein Mana sieht gut aus. Ach komm, das probieren wir. Das wollte ich hören. Wenn es schief geht, wird der Heiler geflamed.
Ich bitte drum. Okay, du willst geflammt werden. Das finde Muss ich gut. gezüchtigt werden, ja. Ja, das hört sich so nach SM-Studio bei dir an, ich weiß auch nicht. Na ja, gut, wer drauf steht, ne? Ich bin nicht hier, um zu richten. Naja, das ist die Kacke. Du wirst dann auch noch vom Boss weggenockt hier. Naja, es geht. Die einen sterben jetzt auch. Wenn du halt hier die ganze Ini machst, dann dauert das schon lang, weil du kannst halt alle möglichen Gänge lang gehen. Und meistens wissen die Leute es halt nicht, dass du den Abschluss nur brauchst. Und dann gammelst du ja in der kompletten Instanz rum. Ich bin außer Reichweite. Der Boss ist einfach nur nervig. Ich glaube, ich ziehe den lieber dann mal weg. Ich meine nämlich, dass ich den schon mal resetten sehen habe. Wenn sie dich quasi wegnockt. Ich bin am überlegen, ob du es irgendwie triggern könntest, dass du nur bestimmte Innis reinkommst. Na, ich bin außer Reichweite. Du müsstest halt einen Char haben, der Level 20 ist, ne? Das, ach so, das ist die Quest. Ah, die Schuhe. Ja, das haben wir jetzt gebraucht. So um die 4-5 Minuten für die Ini, das geht halt echt klar. So. Muss man nochmal gucken, was bist du jetzt? 37. Ah, oh, das ist jetzt echt schon langsam die Range, wo du nach Düsterbruch reinkommst, ne? Ach, zum Glück nicht. Ah, die dauert aber schon ein bisschen, der Laden. Aber zumindest haben wir hier noch Quests. Und hier habe ich rausgefunden, dass diese komische Lache da drüben, ne, wo du abkürzen könntest, dass die prozentual ist. Level ja voll schnell. Ja, wenn du halt mit einer kompletten Gruppe Instanzen läufst, dann geht das echt ganz zügig. Deswegen mache ich das eigentlich am liebsten. Ah, fuck, dieser verkrüppelnde Fluch. Jetzt haben wir dann angefangen, so um 8, ein bisschen nach 8 habe ich angefangen. Da war ich Level 20, es geht, jetzt bin ich 44, ne? Also, geht schon schneller auch. Mit dem Monk war ich nach 4 Stunden auf 60, ne? Aber der hat dann noch diesen 50% EP-Buff und dann geht es halt noch ein bisschen zügiger. Ja, Caster sind halt allgemein im Low-Level immer ein bisschen benachteiligt. Aber ich spiele auch das erste Mal Shadow, weißt du? Shadow kannst du halt nicht so gut reinbomben wie zum Beispiel mit dem Mage, da geht halt nochmal was anderes. Man kann halt nicht die ganze Zeit Arcane-Explosionen spammen wie nochmal was. Ich habe kein Ziel. So. Quest ist jetzt. Ich weiß nicht, was schneller ist, aber ich meine, in der vollen Gruppe bist du mit Inis besser bedient, ne? Als wenn du so questest. Im höheren Level finde ich IBGs bringen mehr und Arenen bringt auch relativ viel. Vor allem, wenn du diese beiden Special Trinkets hast. Moment, wo habe ich sie denn? Es gibt nämlich so Erbstück-Trinkets. Diese beiden hier. Kriegst du nochmal 50% mehr Erfahrung auf Battlegrounds. Ja, klar. Du, wenn du random gehst, kannst du halt auch eine gute Gruppe kriegen, aber du kannst halt auch eine ziemlich schlechte Gruppe kriegen, ne? Das ist halt, da weißt du halt nicht, was du kriegst. Oh, ja. Also. Kannst du auch Hans Martin kriegen, der quasi runterfällt und dann eine halbe Stunde auf den Typen warten darfst, ne? Den will dann keiner rausbauten, weil der andere Dude mit ihm noch in der Gruppe ist und ach, ja. Das ist nervig. Weißt du, was ich schon mal hatte? Hm, was Guck mal, da war eine Heilerin, anscheinend weiblich, so, und ich weiß nicht, unser Tank hieß irgendwie Alpha Male oder sowas. Was? Geil. Okay. Ja. So, Alpha Male. Und ja. Dann meinte die so, ja, sowas Chauvinistisches, sowas hiel ich nicht, und ist gequittet. Ah, auch gut. Okay. Hab nichts gesagt, war total nett, Alter, keine Ahnung.
Dann halt so ein Alpha-Mann. Mage, so ein Arcane-Mage, der Multitarget, die ganze Zeit Arcane geschossen spammt. Multitarget. Ja. Kann man machen. Nice. Ja, es gibt halt komische Leute, ne? Kannst du ja auch nicht beschweren, ne? In der Levelphase ist es ja oft so, dass da neue Leute spielen, also alles kein Stress. Aber es ist halt dann ein Unterschied, ob jemand halt wenig Schaden macht und das halt erstmal reinkriegen muss. Oder ob Leute alles ständig adden, gegen die Wand laufen, rum AFKen und sowas. Das ist halt nervig, wenn du halt dann nur zügig durchwärst, ne? Wenn du halt die Inis das 100. Mal schon gelaufen bist, dann fuckt es halt schon ein bisschen ab. Und dann finde ich es mit einer kompletten Gruppe schon angenehmer. Also TS brauchst du ja jetzt nicht unbedingt, ne? Ich hab ja gegen Anfänger absolut gar nichts, so, ne? Aber der Typ hatte irgendwie 10.000er Erfolgsscore oder so. Okay. Weiß er nicht. Kann man schon mal den Arcane-Mage kennen? Oh, so lange ist er noch nicht im Spiel, ne? Arcane-Mage hört sich schon was nach was Neuem an. Ach ja. Ey, solange ich einigermaßen smooth durch die Indies durchkomme, habe ich da auch keinen Stress. Manche Leute sind halt eher so Bremsen. Wenn es dann an dem Punkt gelangt, dass du quasi mit einer Person weniger schneller durchkommen würdest, als mit der Person, die du ja dabei hast, dann wird's nervig. Und vor allem, wenn die Gruppe halt an sich kacke ist, ne? Und du halt nicht viel pullen kannst, weil, ja, der Heiler nix Gehalt kriegt und die Damage Deal halt überhaupt nichts drücken. Ja? Dann hast du halt die Problematik, dass wenn dann jemand was dazu addet, dass es oftmals einfach zu einem Vibe führt und dass du dann noch länger brauchst. Und dann pullst du schon weniger, weil du schon siehst, okay, die Gruppe ist gammelig und dann wird aber trotzdem noch was dazu geaddet, weil irgendwelche Leute irgendwo in der Pampa rumlaufen, dann wäre ich irgendwo schon genervt. So wo ich damals die ganze Zeit Freehold gelaufen bin, um meinen Mount zu farmen. Und da habe ich, also da gibt's so Leute, da gibt's auch einen, so ein Clip auf Twitch, wo ich ein bisschen ausgerastet bin. Weil ich schon hervorgesehen habe, dass der Gammler was adden wird. Da ist der Heiler, ist in, ich glaube es war sogar ein Priester oder irgendwas, also ist in Melee-Range die ganze Zeit gelaufen und läuft dann in riesen Bogen in drei Mobgruppen rein und pullt alle und wir wipen halt. Und denkst halt so, warum? Warum? Vor allem, warum rennt er in Midi-Range? Unnötig? Er hat nicht gefeiert oder irgendwas, ne? Also man könnte jetzt nicht mehr sagen, okay, er rennt in Midi-Range um zu vieren, sondern er ist einfach so in Midi-Range gelaufen und danach rennt er in drei Gruppen hintereinander rein. Ohne dass sich unsere Mobs bewegt hätten. Ich stand auf einer Stelle und er springt einfach um uns rum und pullt den kompletten Laden zusammen. Und das sind so die Momente, wo ich denke, keine Ahnung warum, was passiert hier? Wenn jetzt mal einer irgendwo hängen bleibt und versehentlich was addet, ist das auch nervig, aber gut passiert, ne? Aber wenn man so unnötige Sachen macht, dann kriege ich ja echt einen Hals. Ich muss näher ran. Ach ja. Das ist zu weit weg. Ich zieh die mal noch um die nächste Kurve und dann können wir sie wegcleaven. Würde ich jetzt Restro-Druide spielen, könntest du alle pullen. Ja, das haben wir schon öfter mal gemacht. Ist der so viel besser, der Riss, oder was? Er kann halt im Laufen healen. Ja, gut. Ja, das ist richtig. Gut, Disty kann auch viel im Laufen machen mit Schilden und solchen Geschichten. Disty habe ich noch nie gespielt. Das ist zu weit weg. Denke ich vor. Also, ich finde Disty jetzt auch nicht so schlecht, aber stimmt schon, Restro ist da schon recht nice. Gut, LFR ist ja auch nochmal was anderes, ne? Da gehst du ja schon rein und willst die Pein haben. Also. Ja, ist so. Du, ich hab das Mount von Mechadrill im LFR gefarmt, ne? Und das war halt auch die erste Woche. Und gut, da kannst du eigentlich auch nichts sagen, weil die Leute, die halt nur LFR spielen, die kennen es dann halt auch nicht, ne? Das ist halt einfach so. Und meine Fresse, ich war dann halt mit 20 Chars, meine ich, im LFR drin, halt den letzten Viertel da. Und das war schon interessant, ist noch nett ausgedrückt. Du vibest da halt bei Mechanics zu Tode.
Oftmals ist die sinnvollste Taktik, die du fahren kannst, einfach die Bosse immer wieder pullen, solange bis die Stacks hoch genug sind und du quasi das dann outdamagen kannst, die Mechanics. Wir hatten bei Jaina, ne? Die geht ja in den Block, wenn du HT ziehst. Und irgendwie in einer Gruppe hatte ich 4 Tries hintereinander, dass irgendwer random HT reingezogen hat. Jedes Mal so ein dummes Hunter-HT. Bis ich dann die Leute ausfindig gemacht habe und die anderen davon überzeugen konnte, dass wir diese Person rauskicken, weil die Gruppe halt so wenig Schaden hatte. Ja, du kannst eigentlich bei Jaina, kannst eigentlich nur so richtig vipen, wenn du halt alle, wenn alle in die Eiswand kommen, ne? Also wenn die Eiswand kommt und dann alle in die Blöcke kommen. Und wenn du halt eh richtig gammeligen Damage dabei hast und einfach das HT für die Eiswand brauchst und das einer immer vorher random reinzieht, dann kommst du halt nicht hin, ne? Vor allem gehen dir dann die Fässer in der zweiten Phase aus, wenn die ewig im Ding ist, weil die Leute natürlich eh instant alle Fässer aufschießen und solche Geschichten. Also, ich habe mich dann sogar hingehockt und teilweise versucht, die Taktik zu erklären, aber da hört eh keiner zu. Von dem her ist es eigentlich, ne? Eigentlich auch sinnlos. Naja. Oder halt einfach Mother, wo einfach alle instant drüber laufen. Ja, gut. Ach, da brauchst du dich gar nicht mehr aufregen. Ich hab das dann einen, das war, wann war das, vor 2 Wochen oder so, habe ich das dann einen Samstag mich mal komplett hingehockt und mich da durch den LFR mit meinen ganzen Twinks durchgegammelt, bis ich dieses blöde Mount hatte. Lang genug hat es gedauert. Es kostet schon die ein oder anderen Nerven. Also wenn ich das aktiv gemacht hätte, wäre ich, glaube ich, eingegangen. Aber ich habe es dann meistens so gemacht, dass ich halt die Bosse getankt habe, auf dem zweiten Ding was anderes gemacht habe, halt mit Auto-Hits getankt, immer wenn was abspotten war, wieder hin und her gedingst, aber da aktiv die ganze Zeit bist, da gehst du kaputt, ja, dran. Also, wenn du das nur so semi-mäßig machst, dann geht's. Will der Boss da raus? Nee, das möchte er nicht. Aber ich glaube, der wird dadurch nicht geheilt, oder? Der castet da die ganze Zeit. Na komm, komm. Theoretisch könnten wir uns in die Heilflächen reinstellen, aber naja. Nötig. Ja, gut, man weiß ja mittlerweile, was einem erwartet, wenn man LFR geht, ne? Und meistens designt Blizzard ja die Bosse auch schon so, dass du im LFR jetzt nicht so krass was verkacken kannst. Wo ich aber sagen muss, was ich komisch finde, dass sie die Ice-Wall-Mechanik bei Jaina so gelassen haben. Weil wenn du halt nicht weißt, was los ist bei Jaina, läuft dir halt keiner an die Eiswand, ne? Also ich habe noch nie gesehen, dass im LFR Jaina First Try gekillt wurde. Selbst wenn die Gruppe gut war, ist es spätestens bei der Eiswand so gewesen. Jaina portet sich nach hinten weg. Was machen 50% der Leute? Sie rennen Jaina nach und rennen ins Eis rein, sind instant eingefroren. Und dann war es das wieder. Und irgendwo, wenn du den Bosskampf nicht kennst, ist es ja vielleicht auch einigermaßen logisch, wenn der Boss sich wegportet, dass du versuchst, schnell wieder in Range zu kommen und den Boss zu attacken, ne? Aber das ist halt in dem Fall eher falsch. Und obwohl ich diese Eiswand, wo du dich hinstellen musst, ich habe alle Raid-Marks dahingestellt, also das leuchtet wie so ein Feuerwerk, ne? Das interessiert aber trotzdem die meisten Leute nicht. Ich habe schon im Raid-Warnungs-Chat quasi gespammt, alle zu den Marks, alle zu den Marks, und trotzdem rennt halt die Hälfte der Leute dem Boss nach und wird dann instant gefreezed, und dann reicht's halt beim Schaden einfach nicht mehr, ne? Sowas ist halt nervig. Hier können wir die ganzen Mobs mitziehen, bloß die Blubs müssen halt gedamaged werden, die kann ich auch jetzt schlecht. Okay, ich zieh mal Wall. Ah, fuck, sie haben mich geroutet. Ja, mich jetzt auch, aber alles cool. Na, wir haben die geedit. Das ist jetzt eher ungünstig. Ihr dürft nicht nah an die Blobs ranlaufen, die hauen übelst Damage raus. Ja, die kriegen wir. Die sind ewig lahm, die kannst du halt mitziehen, die kannst du halt als Range wegmachen. Dieses blöde Geroute, ne? Das geht. Einfach. Ja, ich denke mal, das kriegen wir hin. Das ist so die Ini, wo ich oftmals vibe, weil ich es übertreibe. Es hat sich gereimt. Ja, du, ich bin quasi ein Poet, weißt du? Das ist schon. So meistens machen wir diese Ini zu zweit und pullen die einfach komplett zusammen. Machen die Boss und den Trash, lassen wir einfach da.
die Problematik, was du halt hast, diese komischen Blubs, die hauen halt arschig Melee-Damage raus und die anderen, die rooten dich halt. Und wenn du zu viel zusammen ziehst und durchgerootet bist, dann wirst du halt einfach weggemeleed. Weil die Blubs, die sollst du anscheinend auch gar nicht tanken, ne? Die sollst halt totkiten quasi. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Mal zum Char. Naja, vielleicht krieg. Warte mal, der hat gar keinen Flugmann rausgezogen. Muss gerade umdisponieren hier. Ich habe einen Char, der keinen Flugmann rausgezogen hat beim Char. Muss erstmal da wieder hinfliegen. Nicht, dass ich einen Kill verpasse. Ich habe ja quasi immer einen, mein zweiter Account beim Schar des Zorns stehen für einen eventuellen Mount Drop. Ach, dieses Geroute. Lost Freedom. Die musste irgendwie aufpassen. Achso, warte mal, den einen Boss brauchen wir ja gar nicht, ne? Den. Oder haben wir eine Quest? Doch, den müssen wir. Okay, wir müssen für die Quest hauen. Dann auf geht's hinter. Hier von diesen Säulen musst du, glaube ich, weggehen, weil die pulsieren, sobald du den Boss gepult hast. Wer ist mein Interface-Addon? Ich habe da verschiedene, also für die Buttons habe ich Dominos, ne? Also für das, was ich an Buttons habe. Und das Overlay, was ich hier habe, ist Sunview Artport. Muss man mal gucken, ist aber auch, glaube ich, unterm Stream einmal, sind die Addons mit drin. Da siehst du, wie es genau heißt. Ups, jetzt habe ich irgendwie meinen Timer verzogen. Gucken, was bin ich denn? 45? Naja, ich denke mal, heute schaffe ich ihn bestimmt noch auf 50. Dann können wir das nächste Mal bis BC beziehungsweise damit schon mal ein bisschen anfangen. Dann kommen wir schon mal ganz weit. Na gut, wenn du den Boss halt auslässt, dann kannst du halt hier direkt vorbeigehen, dann ist es halt easy. Na schon, das meine ich, diese pulsieren immer so. Und das letzte Mal habe ich den Fehler gemacht, dass ich den Boss weiterziehen wollte. Und wenn du an diesen pulsierenden Dingern dran stehst, dann kriegst du übelst Damage ab. Also kriegst du richtig Damage. Genau. Der schreibt da, der Sturmgrimm. Oh, der ist sogar besser, der Gürtel. Das ist sogar. Ach ne, warte mal, das brauche ich nicht. Das sind Schultern und auch Schultern, okay. Mach da hinten mal die kleinen Larven noch down. Die hole ich mir. Oh fuck. Okay. Hab Wall drin. Halt, warte, ich kann dich hier sogar Battle Redzen. Nicht, dass wir unseren Damage verlieren. Also ich habe bis jetzt die meisten Chars durch komplett Dungeons gelevelt. Ich finde, das geht immer relativ schnell und angenehm, wenn du halt eine volle Gruppe hast, ne, über Innies. Wobei Questen auch nicht so schlecht ist, ne? Vor allem, wenn du halt im War Mode questest, ne? Und noch die 30% mehr EP dazu nimmst, ist es schon relativ krass. Das Problem ist, wenn ich halt im Stream im War Mode queste, dann gibt es halt oftmals irgendwelche Leute, die es irrsinnig lustig finden, mich ständig mit ihrem Max-Level-Char umzuhauen. Und dann dauert es halt fünfmal länger und ich weiß ja nicht, dann lohnt sich's halt nicht. Deswegen, im Stream mit einem Low-Level-Char im Wormhole zu leveln, ist halt immer ein bisschen nervig. Deswegen ist da Innis quasi die bessere Option. Ja gut, also das ist definitiv die längste von den drei Marauder-Innis. Was auch noch ziemlich gut abgeht, ist Blackrock, ne? Hier die in UBRS. Nee, wo, wie heißt es? BRD ist es, glaube ich. Die ist relativ gut. Zumindest der mittlere Gefängnisblock, ne? Flügel. Ja, Der genau erste wo. Gefängnisblock da. Kannst dich direkt mit dem Maulwurf-Teleporter da direkt zum
Bossporten, ne? Genau, ja, und das geht halt irre schnell, ne? Und dann gibt es eigentlich auch zwei. Da gibt es das, wo du die eine Tusse gleich machen kannst und das, wo du dich hinporten musst. Und dann gibt es halt noch diesen letzten Flügel, wo du halt ewig rein musst. Also der dauert halt richtig lang. Musst du halt gucken, dass du den quasi den guten erwischt. Perfekt, nochmal Level up. Ah, schau mal, jetzt kann ich hier Dingsaffinität mitnehmen. Neue Schuhe. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt schon überall reinkommen. Aber da können wir noch nicht rein, ne? Ins erste Düsterbruch können wir jetzt schon. Kann man den einen Boss auslassen? Lassen, aber Moment, wahrscheinlich geht's nicht, oder? Da ist die Tür zu. Nee, den kannst du nicht auslassen. Schade. Der Erdhaufen spawnt doch immer neue Mobs hier. Ja, wir können den Boss da ja hinziehen, keine Ahnung. Kommen wir da nicht mehr aus dem Fight raus, oder? Glaube nicht. Na gut. Oh, jetzt haben wir Was hier out ein of bisschen. range? Bisschen Trouble, ja. Der Priester ist hinten stehen geblieben. Jetzt musst du die Mobs einsammeln. Ah. Schade, also wenn du hier durchlaufen hättest können, wäre es halt ein bisschen cooler gewesen. Geht leider nicht. Naja, also in allen Instanzen kannst du leider nicht skippen. Hier war es früher so, dass du so einen großen Geist übernehmen konntest und dann richtig reingewämst hast, ne? Mit dem DK. Also da gab es ja hier auch Challenge Mode, ne? Da hast du so ein bisschen tricksen können. Meinst du mit Chivapchichi? Also nicht. Ist nicht schlecht, aber gibt Besseres. No. Jetzt schauen wir mal wieder, dass wir möglichst wenig Ätten da draußen. Ich ziehe die dann auch wieder rein, die Kollegen. Bleibt hier drin. Ich ziehe die rum. Kommt hier in die Ecke am besten. Hier kriege ich immer Panik, wenn der Geist proggt, ne? Dann denke ich immer, mein Heiler ist down. Kommt hier. Flashback vom Raid. Wir haben da so einen Priest-Healer, der relativ oft im Dreck liegt. Da siehst du immer nur Engel ab. Der Carrier. Der dich bei der Opulenz immer Ja. Der ist sterben lassen also. hat. Naja, das ist schon so ein Typ. Immer ganz lustig mit dem zu diskutieren. Der hat ein bisschen abstruse Ansichten manchmal. So. Ja, nicht nur bei der Opulenz, auch bei anderen Bossen. Okay, die hauen dann doch ganz gut rein. Wall ist ab. Macht denn das eigentlich? Ja, so viel Schaden ist es gar nicht. Weißt du, ich als Tank gehe raus und ihr bleibt da einfach drin stehen in dem Ding. Ihr seid mir schon solche. Muss ja auch nur aus den Fäusten raus und nicht aus dem Feuer. Nee, die Fäuste, die ihr so macht, die, da kannst du nicht rausgehen. Da kannst du dich rumdrehen und das Feuer ist doch um ihn rum hier. Ja, aber das Feuer macht keinen Damage. Doch, wenn ich hier drin stehe, kriege ich 135 Damage die ganze Zeit. Das Ein macht bisschen, nicht. ey. Es macht nicht viel Damage, okay. Ich dachte, es macht mehr Damage. 135 ist jetzt nicht krass. So, jetzt machen wir nochmal das Spielchen mittendurch.
Könnt ihr den da hinten interrupten, den einen, dass er rankommt? Cooldown. Okay. Ja, wunderbar. Schau, der Paler regelt. Jawohl. Wir sind doch eine Kompetenz-Crew. Skill doch vorhanden. Absolut. So, jetzt muss ich bloß noch meinen Charmhound kriegen, dann ist alles tutti heute. Ach, wieder nix. Das kann ich nicht angreifen. Aber ich habe kein Ziel. Legende. Ach ja. Müssen wir mal gucken, wie viel Char ich noch habe für einen Char. Nehmen wir so viele. Eins. So, drei. Drei Stück habe ich noch. Ach ja, vielleicht. Vielleicht kommt es ja noch. Immer dran glauben. Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen fester noch dran glauben, dass das Mount mal kommt. Weißt du, vor 2 Wochen oder wann das war, hätte ich es mir ja mal Black Market kaufen können. Eine Sekunde zu spät dran mit der Goldübergabe. Hat einer ein bisschen mehr drauf geboten. Dann wollte mir einer aus dem Stream noch ein bisschen Gold leihen. Bis wir das gehandelt haben, war es aber schon vorbei. War es Mount schon durch. Aber gut, dann hätte er vielleicht auch nochmal drauf geboten, ne? Das weißt du immer nicht. Schwarz, es ist jetzt bei mir freigeschalten, aber 47, ne? Du bist jetzt. Schauen wir mal, 40. Ah, gut. Komm, bitte den kurzen Teil, bitte den kurzen Teil. Ja, das ist ein kurzer Teil, perfekt. Eigentlich auch. Den Baum müssen wir mitmachen, da wird kein Weg dran vorbeifinden, oder? Oh, es sind alle rumgekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt laufe ich mal nochmal ganz am Rand da vorbei. Okay. Bin bloß gestunt. Oh, diese blöde Kniesehne. Ja, nochmal ganz am Rand vorbei. Auf welchem Server ich unterwegs bin, mit dem Chai jetzt auf Antonidas. Dass ich mir auch schön meine Dings schicken konnte, ne? Mein Gold für die Taschen und solchen Gedönse. Schauen wir mal, ob wir hier komplett bis zum Boss durchlaufen können. Mobs sterben ja quasi so im Laufen. Ich muss näher ran. Das ist halt das Schöne am Druid Tank, kannst du halt komplett durchlaufen, kannst halt immer eh spammen. Also sobald man halt, ne, Krankenhieb auch hat. Hast du ja leider nicht von Anfang an. Warte, lass den mitmachen. Müssen wir halt auch gleich gucken, jetzt wenn es dann ein paar mehr Mobs, ob ich dann gleich stoppen muss. Das ist zu weit weg. Da war ein Speedschild, perfekt. Ich glaube, wir machen jetzt erst die Mobs und dann den Boss. Dass das nur in die Hose geht. Naja, komm, ich pull den Boss. Schon sagen, ey. Eine Wall habe ich noch offen. Ich muss näher ran. Die wirst du nicht brauchen. Nö, ich glaube auch nicht. Jetzt sind die meisten Mobs down. Aber hier hast du halt auch mal wieder einen Stun drin. Und wenn ich dann weggestunt werde, einen Haufen Damage kriegen, dann kann ich halt nichts machen. Das ist halt immer ein bisschen nervig. Nö, das ging jetzt schnell. Haben wir alles geskippt, was wir skippen können, und komplett durchgelaufen. Da hast du halt dann einen guten Run. Brauchen mehr Tentakel. Ich weiß noch die Zeit, wo man hier quasi die Tentakel ganz neu waren. Da haben die so einen Schaden gemacht, haben die Bosse innerhalb von ein paar Sekunden weggenatzt. Jetzt mittlerweile machen die halt nichts mehr, ne? Im Verhältnis.
guten alten Tage. Schau, das Betäuben-Ding meine ich. Vor allem, da werden alle in Melee-Range quasi betäubt. Also wenn ihr Caster seid, am besten weg von dem Boss stehen. Niemals. Immer rein da, ey. Immer rein da. So, das war ein Was ist gar nicht... Ich habe leider keinen Timer, wie schnell der Run war, aber der war bestimmt jetzt 3 Minuten, schätze ich jetzt mal. Sowas im Dreh. Das habe ich jetzt leider nicht drin. Vielleicht nochmal das gleiche? Ah. Naja, gut. Auch, ja. Die geht auch, ja. Steht bei mir jetzt. Super, bei mir steht jetzt irgendein Fehler mit dem Voice-Chat hier die ganze Zeit. Weiß nicht. Ja, den habe ich auch. Du verlierst die Connection zum Game kurzfristig. Ah, okay. Deswegen kommt das. Hast du nie gesehen. Kommt doch oft, wenn du einen längeren Ladebildschirm hast. Okay. Aber kannst du ja jetzt keine Ladebildschirm gehabt haben. Nee, das mich wundert gerade bloß, dass da irgendwas mit dem Ding steht. Also ich krieg das recht oft, wenn ich einen etwas längeren Ladebildschirm hab. Mhm. Nutzt einer von euch diesen Voice Chat öfter? Ja. So, ich eigentlich gar nicht. Also Discord und TS machen wir immer. Ja, gut, bietet ja auch alles, ne? Wobei der mittlerweile gar nicht so eine schlechte Qualität hat. Ich habe mir den mal angeguckt, aber das macht halt irgendwie auch keiner, dass du dann in diesen Voice-Chat reingehst. Reden. Aber theoretisch... Warte mal, wo kommen denn die kleinen Dinger her? Ich bin außer Reichweite. Hast du dir eigentlich bewusst da einen kleinen Gnom gemacht? Gnome Mage? Eigentlich nur, weil ich gehört habe, dass es auch eine Traditionsrüstung für den geben wird. Echt? Okay. 8.2 kommt Taure und Gnome. Ah, gut zu wissen. Dann könnte ich ja eigentlich schon mal... Nur deswegen habe ich ihn gestartet. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich einen Gnom habe. Taure ist wohl vor allem richtig cool, weil er einen riesengroßen Holz... auf dem Rücken hat und der zählt als Umhang. Ah. Echt? Okay. Den kannst du dann wohl jedes Mal morgen. Cool. Angeblich. Ach so, wie in Warcraft in WC3, ne? Wo die auch immer diesen großen Stamm haben. Gibt's ja auch die quasi mit dem Stamm über die Mobs wegklatschen. Das wäre schon nice. Kannst ja eben auf einer Internetseite eben googeln. Nee, muss ich mal gucken. Das wusste ich jetzt noch nicht. Also, die haben ja gesagt gehabt, dass sie mehrere verbündete Völker noch reinbringen wollen, ne? Und auch dementsprechend Traditionsausrüstung dann für die ganzen Alten noch. Aber ich hatte jetzt noch nicht gehört, welche quasi die nächste ist. Aber klar, dann kann man sich das schon mal vorfarmen, die Voraussetzung. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Was, Totems? Ich meine, in WC3 waren das keine Totems, sondern das war wirklich so ein Holzstamm, mit dem sie zuhauen konnten. Das ist zu weit weg. Ich muss näher ran. Dummentaure stimmt, okay. Ja gut, da muss ich auf jeden Fall mal schauen. Also einen Tauren habe ich ja, das ist kein Stress. Im Gnom bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ob ich da noch einen habe. Oh, ich habe mir, glaube ich, auf Equin mal einen erstellt, damals für Nemesis, ne, weil ich das auch gesellt habe eine Weile. Da brauchte ich die ganzen Dinge und ich wollte Allianz auch mal sellen, aber das habe ich dann irgendwie dann doch nicht mehr gemacht, weil ich mit den Hordenchars dann ausgelastet war. Boah, da habe ich auch Gold gemacht, ne, da habe ich richtig Kohle gemacht damals mit Nemesis. Aber da warst du halt auch lang dran gesessen und dann hat mich einer beschissen. Mit dem ich das zusammen machen wollte, weil ich dann zu viel Arbeit hatte. Und der hat mir dann das Gold abgezogen. Und
dann waren noch quasi Leistungen ausstehend. Einer hat im Vorlauf schon bei dem bezahlt und der hat den beschissen und dann ist er zu mir gekommen und hat behauptet, ich habe ihn beschissen, ja, obwohl ich gar nichts mit dem Gold zu tun hatte, weil der das alles eingesammelt hat. So, im Nachhinein gesagt, war es auch dumm, jemand anderen Gold einsammeln zu lassen, ne? Naja. Ich wurde mal zu Classic-Zeiten auch beschissen. Ich hatte Metz von einem Wert von 1000 Gold abgegeben und erwartet, dass er mir eine Axt schmiedet und nö, er hat sich einfach ausgelockt. Das war's. Oh, nee. Das ist bitter. Ja. 1000 Gold, das war damals die Welt. Das war damals richtig viel Kohle, ja. War richtig, ich muss mal ganz kurz verkaufen. Jo, ich queue schon mal, du kannst dich ja dann rausporten. Oder auch nie? Warum kann ich denn jetzt nicht? Wahrscheinlich, weil ich mich schon rausgeportet habe. Also ich bin gerade am im Ladebildschirm. Aha, daran liegt's. Du bist schuld. Mach mal mein Säckchen auf. Ah, jetzt funktioniert's. Na, okay, zumindest ein Item, was ich brauchen kann. Und, ich kann... Ach nee, ne Dings kann ich wählen. PvP-Talent, aber das bringt ja nichts in den Instanzen. Ja, 49 sind wir schon mal. Auf 50 komme ich auf jeden Fall noch. So, Leute, jetzt Daumen drücken, dass wir was Sinniges kriegen. Na? Fuck. Ich wusste, dass dieser Moment kommen wird. Warum? Machen wir am Anfang alle Quests? Also ohne deine Abkürzung? Ja, ich bin überlegen. Ja, lass die Quests machen. Und hier gibt's relativ viele. Ich habe ja das letzte Mal so eine Special-Abkürzung hier ausprobiert, die ganz gut funktioniert, wo du hier runterspringst und dann nur oben den Boss killen musst, dann kommst du direkt zum Endboss. Dann geht die Ini sogar einigermaßen. Aber für die Quest kann man schon mal alles machen. Hier sind diese schicken Bäume, die dir einen Debuff draufhauen, dass deine Rüstung einfach null ist und dann kriegst du so auf den Latz, dass alles zu spät ist. Und vor allem ist das ein Buff, den die auf dir hochstacken. Hier ist er. Verringert meine Rüstung, ne? Jetzt können wir mal gucken, wie viel Rüstung haben die denn gebufft? Normalerweise hat ein Stack ausgemacht, dass ich gar keine Rüstung mehr hatte. Okay. Anscheinend haben sie es geändert. Ich habe sogar noch Rüstung, sogar noch 50%. Steht aber auch gar nicht dran, um wie viel es verringert, ne? Ah, jetzt wird's richtig angezeigt. Ah. Das ist so dumm, du musst das Fenster zu und wieder aufmachen, dass du den richtigen Wert hast. Ich bin außer Reichweite. Irgendwas stimmt da nicht. Muss gleich mal gucken, wie viel weniger Rüstung das ist. David, hey, grüß dich. Also, wo ich den letzten Char gelevelt habe, war es extrem... hier, Rüstung verringert. Okay, ist anscheinend jetzt buggy, jetzt tut die Rüstung anscheinend... Schaut, jetzt habe ich sogar zwei Stacks drauf. Aber ich habe immer noch Rüstung. Okay. Sie haben anscheinend den Buff rausgenommen, also... Den Debuff hast du noch draus, aber den Effekt hast du nicht mehr. Weil davor war es schon, dass du bei einem Stack null Rüstung mehr hattest, ne? Und ob du jetzt quasi nur einen Hit kriegst mit doppelten Schaden, ist halt schon einiges. Wenn du null Rüstung hast, wenn du normalerweise 50%, also die Hälfte von dem Schaden durch Rüstung weniger bekommst, ist es halt schon einiges. Vor allem, wenn du hier ein bisschen was zusammenpulst. Ich bin gerade am Überlegen, die Bäume sehen auch anders aus, oder? Das sind doch die neuen Baummodelle. Man sieht ja eh nur die Füße. Ja, aber wenn du so nach oben guckst, das sind die neuen Baummodelle. Hier waren doch früher diese alten, hässlichen Bäume. Kann sein, ja. Also das haben sie anscheinend... Das sind so Sachen, die so... Finde ich gut, dass sie sowas machen, dass sie da neue Models reinbringen. Muss man hier nicht am Ende irgendwie so ein komisches...
so ein Shard einsammeln oder so beim letzten Boss? Ja. Genau, ja, dann musst du diese Kiste drücken. Erinnert ihr mich dran? Wenn ich selber dran denke, dann erinnere ich dich. Dann musst du so ein Ding anklicken, genau. Schau, ich bin nett und zuvorkommen. Jetzt muss ich wieder nett sein. Was, ob ich Classic probieren, wenn es rauskommt? Ja, ich werde wahrscheinlich reingucken, mal ein bisschen leveln. Ne, aber ob ich es aktiv spielen werde, weiß ich jetzt noch nicht. Je nachdem, wie ich Bock habe. Ne, was es da in dem Zeitpunkt gerade anderes zu tun gibt. Dann gucken wir mal. Wenn ich Classic spiele, dann wahrscheinlich kein Druid. Da werde ich wahrscheinlich Hexer oder Shadow spielen. Eins von den beiden. Oh, schau. Wieder nix. Noch offen. Hier, Erida muss ich noch. Okay, sorry. Hier, ich denke weiter. Hab ich die Mobs gerade verklopft, ne? Muss gerade gucken, wo ich jetzt noch hin muss. Ihr könnt schon mal den kleinen Wichtel wieder anquatschen, dann läuft er weiter. Perfekt. Na, ich glaube, da ziehen wir doch mal lieber eine Wall. Wir hauen schon ganz gut rein hier, die Viecher. Muss auch denken, dass hier die Dings-Mobs, ne? In der Instanz eigentlich die schwierigeren Classic-Mobs waren, weil Düsterbruch war keine von den ursprünglichen Instanzen. Die kam erst später dazu. Da gab es dann auch damals ziemlich gutes Gear, was eigentlich schon fast gleichwertig mit Raid-Gear war. Deswegen sind die Instanzen eigentlich im Verhältnis ein gutes Stück schwieriger als die Innis in, zum Beispiel Deadmine oder Kloster oder sowas, ne? Weil das ja eigentlich die Level-Innis waren. Die dauert halt ewig, wenn du die ganze Inni machst und die Quests, ne? Dann bist du halt hier schon eine gute Weile unterwegs. So, quatschen wir dich mal an. Wenn du jetzt mal einen Runterspringtrick machst, dann geht's eigentlich. Dann bist du wahrscheinlich auch hier in, weiß ich nicht, in 8 Minuten, schätze ich jetzt mal, dass du durch bist dann. So mit Dreh rum. Vielleicht sogar schneller. Weil du musst dann eigentlich bloß runterspringen. Bisschen an den Patz vorbeimoven, oben einen Boss töten und dann kannst du schon unten mit dem Baum quatschen und direkt zum Endboss durchgehen, dann dauert es halt eigentlich echt nicht lang. Ja, den Mob musst du looten, ne? Danke. Ja. Warte mal, du bist jetzt Level 50, ne? Warst du am Anfang über mir vom Level? Oder levelst du schneller als ich gerade? Sorry, ich esse gerade. Ja, du, kein Stress. Aber ich glaube, ich war so 20, 21. Ach so, okay, aber dann... Aber, nee. Ja, gleich hoch, glaube ich. Aber du hast auch den Ring, oder? Ja, ein Ring, aber ich queste auch noch nebenbei. Du dancest ja in der Inni dann noch eine Runde. Du questest nebenbei und ich dance in der Inni, okay? In der Pause. Weiß ach so, in der Pause. Ah, okay. Naja, klar. Nee, dann gehe ich aufs Klo für mein Trinken auf. Ja gut, okay. Deswegen bist du ein Stück höher als ich. Aber geht echt fix. Ja, durch eine Instanzgruppe kommst du immer am schnellsten durch, ne? Das ist schon so... Weiß jetzt nicht, wenn du in einer kompletten Gruppe, die effizient spielt, questen würdest, ob das schneller wäre. Aber dieser Instanzabschluss, der bringt schon ziemlich viel, also da kannst du eigentlich nichts sagen. So, was brauche ich denn? Heitela und Tela brauche ich noch. 2 Chars habe ich jetzt noch für den Char des Zorns, dann bin ich die Woche wieder mit allen Chars durch. Wieder mal gar nichts gekriegt und ihr seht, das ist jetzt meine Liste. In dem einen Account, beim anderen Account sieht es ähnlich aus mit Chars. Immer wenn die 1 von 6 hier dran steht, dann habe ich den Char des Zorns umgehauen. Also, mit so vielen Chars blickst du auch nur noch durch, wenn du ein Add-on hast. Da bin ich ganz, ganz dankbar, dass es da diese Möglichkeit gibt. Heißt hier World-Boss-Status, falls das einer braucht. Ohne so ein Add-on wäre ich aufgeschmissen, weil ich weiß halt am nächsten, wenn ich einfach nur so durchlogge durch die Chars, weiß ich am nächsten Tag nicht mehr, bei welchem ich jetzt aufgehört habe.
Oder mit welchem ich das schon gemacht habe, ne? Ich muss nicht. So, hier auch wieder Netz looten. Ich bin außer Reichweite. Ich brauche ein Ziel. Ich frage mich ja, ob die irgendwann noch einführen, dass du noch mehr von den Heirloom-Items hast, ne? Also dass du vielleicht auch mal noch Handgelenke und Hände und so haben kannst. Dass du mal wirklich dein komplettes Gear einmal aus den Level-Items basteln könntest. Könntest du halt noch ein bisschen effizienter hochbasteln. Oder man hätte halt den Bug ausgenutzt, der mit Start von 8.1.5 rauskam, dann konntest du nämlich diese Tränke stacken, ne, den 10%, ne? Ja, aber das war halt ein Bug und der war nur kurz im Game. Ah, schade. Also konntest du, wenn du diese Tränke, normalerweise hast du die auf dem Stapel, ne? Und wenn du die aber einzeln ins Inventar legst, das haben Leute gemacht, 30 Tränke sich einzeln ins Inventar gelegt, und wenn du die dann angeklickt hast, dann hast du auch von jedem einen einzelnen Buff bekommen. Für einen Bug wurden Leute dafür gebannt? Okay. Ja, gut, dass ich es nicht wusste und nicht gemacht habe. Oh. Ja, ist halt Bug-Using, ne? Damit kennst du dich aus. Ja, damit kenne ich mich aus. Ich bin gerade im Überlegen, wurde ich schon wegen Bug-Using gebannt? Ah, ja, doch. Ja. Du wurdest wegen irgendwas Gold oder so schon mal gebannt, auf jeden Fall. Nee, in Legion, als du diesen einen Mob da. Achso, ja. Richtig, dafür hat. Wurde ich gebannt. Hier, wer das nicht mehr weiß, in Legion, bevor du über Invasion so krass leveln konntest, war in Legion leveln halt übelster Abfuck. Das hat halt ewig gedauert, ne? Und dann gab's einen Mob, der hat 4 Kugeln gespawnt, jede paar Sekunden. Und jede dieser Kugel hat halt irgendwie. Also war halt One-Shot, hat ein paar Live gehabt, hat irgendwie 20 oder 30 Live oder sowas gehabt, also nichts, ja. Und dann war es so, dass aber jede Kugel so viel EP gebracht hat, wie ein normaler Mob, das war halt ein Bug, ja. Und das war halt so ein Elite-Mob, der hat halt eigentlich die ganze Zeit nur diese Kugeln gespawnt und nur ganz wenig Schaden gemacht. Und dann hast du dich einfach hingestellt in eine Ecke und hast eigentlich immer nur AE gespammt und hast diese Kugeln halt gewonshottet und hast damit hochgelevelt. Das habe ich halt gemacht, ne. Hab mich da halt hingestellt und, hab halt eine ganze Zeit einfach nur diese Ding gespammt. Oh, ich bin im Opferaltar. Und dann habe ich halt ein paar Chars damit hochgezogen. Und das fand Blizzard nicht so geil und die haben mich ein halbes Jahr deswegen gebannt. Oh. Ein halbes Jahr fand ich schon knackig, ne, dafür. Ich muss aber sagen, ich habe das auf beiden Accounts parallel gemacht, ne. Und ich wurde aber nur auf einem gebannt, habe ich nur mal Glück gehabt. Wenn ich mit beiden gebannt worden wäre, wäre bitter gewesen, hätte ich nichts mehr machen können. Dann konnte ich halt den einen Account ein halbes Jahr nicht spielen. Naja, ist halt so. Naja. Nichts draus gelernt. Was heißt nichts draus gelernt? Ich hab jetzt, was hab ich letzte Zeit Böses gemacht? Eigentlich nichts mehr. Gut, ich hab dieses PvP in der Darkshow gemacht, da wurde ich aber nicht für gebannt, da wurde ich nur getadelt für, ne? Und sonst? Nö. Also, da hieß es ja bloß, du machst es nicht mehr, das wollen wir nicht. Aber sonst war halt eine super Sache mit Darkshore, ne? Und die haben mir halt ein bisschen die Ehre wieder zurück, also nicht komplett zurückgesetzt, aber einiges abgezogen haben sie mir halt, ne? Ärgerlich an der Stelle. Komm, die eine Padmama mit, die adden wir sowieso. Ja, bei mir haben sie es komplett zurückgesetzt. Ja. Tja, ich hab halt Glück gehabt, ne? Ich hab halt nur ein bisschen was abgezogen. Obwohl du das alles gemacht hast und gesteuert hast und Leute dazu gefunden hast. Ja, ich habe ja auch 500 damit gemacht, ne? Dann haben sie mir wieder etwa 100 abgezogen, das war halt schon schade. Aber 200 durfte ich behalten, die ich damit gemacht habe, das ist schon ganz gut. Naja, man muss ein bisschen Glück haben. Ja, aber ganz ehrlich, das Ehrensystem ist doch aber auch ein Witz, oder? Was sie da jetzt reingebastelt haben, dass sie auf 500 hochbasteln muss, fürs Achievement. Das ist halt schon ein bisschen over the top. Komm, die nehmen wir noch mit. Perfekt, eine haben wir geskippt.
So, und jetzt haben wir eigentlich noch. Warte mal. Vom Endboss, genau. Nee, passt. Oh shit. Oh. Okay. Ihr könnt mich ja dann retzen. Ich hoffe, ihr überlebt das. Was? Du glaubst. Ja, es gibt ein paar andere Sachen, aber das ist jetzt eigentlich so das Hauptding, wo ich sagen muss, das ist halt kein gutes Game Design, dass du da einfach das auf 500 machst. Lexi, was stößt denn dir noch so auf? So. Ne, die brauchen wir nicht looten. So, und jetzt können wir straight durch und wissen sogar nicht mehr die Bäume pullen, weil du kannst da auch einiges skippen. Ich zeige euch gleich wo. Weiß gar nicht, wo du anfangen sollst. Okay, dann fang doch mal irgendwo an. Also, ich muss jetzt so sagen, so die, also was mich jetzt im Moment noch am meisten aufregt, ist eigentlich die Geschichte, dass das mit dem Achievement-System total gammelig ist, dass die eine Fraktion mehr als die andere Fraktion an Achievements hast. Dann wird's in-game teilweise richtig angezeigt, im Armory schon wieder nicht mehr, auf Drittseiten dann auch schon wieder falsch, also, und das gammelt mich halt an, dass sie das einfach nicht hinbekommen, sowas. Sonst kann ich mir jetzt eigentlich nicht so beschweren, den Raid finde ich ganz in Ordnung soweit, es ist jetzt nicht der beste Raid ever, ne, das kann ich jetzt nicht sagen, aber er ist ganz, ja, soweit ganz solide. Also da kann ich jetzt nichts sagen. Die Innis sind auch okay. Die Lore finde ich sehr gut diesmal. Also kann ich mich jetzt auch nicht beschweren. Man hat halt irgendwie so die Sachen, die du machen musst, um gut gerüstet für deinen Char zu sein, sind eigentlich sehr eingeschränkt. Das kann man jetzt als gut oder schlecht sehen. Man hat so ein bisschen dieses WoD-Flashback, was einige haben. Bei mir im Raid sind ja Leute, die quasi eigentlich nur zum Raid ankommen oder vielleicht ein bisschen Mythic Plus spielen, aber sonst nichts anderes machen, weil sie auch nichts anderes machen müssen, um ihren Char zu entwickeln. Ne? Ich habe jetzt eher weniger das Problem, weil es bei mir so ist, dass ich sehr viel Zeug zu tun habe mit Achievements und Mount Farm und sowas. Ne? Also dahingehend, zieht einfach nur auf den Boss durch. Wir müssen die Trash Mobs, die müssen wir dann nicht unbedingt killen. Einfach nur auf den Boss. Deswegen, also ich bin eigentlich immer ausgelastet, ne? Weil ich halt so viel außenrum mache. Aber ich verstehe schon, dass einige Leute genervt sind, weil sie anstatt einem Raid eigentlich nichts Sinnvolles zu tun haben. Das mit der Halskette, das System finde ich auch nicht so optimal, muss ich sagen. Weil ich habe irgendwie nicht die Motivation, da krass hochzufarmen. Ne? Ich bin jetzt mit Main auf 44. Das ist jetzt nicht sonderlich hoch, ne, im Vergleich. Ich bin aber auch eine der Personen, die momentan echt nur noch zum Raid online kommt und sonst irgendwie nicht den Spaß daran findet. Okay. Ja, gut, kenne ich viele solche Leute, ne? Aber bei mir kann es auch eher sein, dass ich mich etwas erdrückt von den Sachen fühle, die man machen kann oder die ich noch machen könnte. Okay. Lexi, bei dir ist anders. Also ich weiß nicht, ich hab schon ewig keinen Bug mehr gehabt. Also so einen richtigen Bug, wo irgendwas rumgespackt hat. Höre ich immer öfter von Leuten, dass sie deswegen rumheulen. Ich hab diese Bugs nicht. Und ich habe verdammt viele Addons drauf. Und oft sind Bugs mit Addons verbunden, ne? Also hab ich schlichtweg nicht. Also auf Inseln habe ich jetzt. Ich hatte auf einer Insel, glaube ich, noch nie einen Bug, oder? Bin jetzt gerade überlegen. Ich hatte ganz am Anfang von dem Addon hatte ich einen Tempel von Centralis. Das war ein harter Bug. Da ging was nicht. Aber sonst? Da ging diese Tür nicht auf. Das war nervig. Da muss man die ganze Indie neu machen. Na, das war richtig nervig. Aber seitdem? So, wie viel haben wir denn jetzt noch? Ja, ein halbes Level noch. Ach ja, Stufe 50. Wunderbar. So, die Stunde ist auch ziemlich genau schon wieder rum. Damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Chila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.